Wieder einmal begrüße ich dich zu einer weiteren Runde der abgefahrenen Biker Apokalypse. Freut mich, dass du wieder mal mit dabei bist und mit mir gemeinsam Gas gibst, die Zombies abzumetzeln. Wie immer würde ich mich über eine klitzekleine Bewertung freuen, sofern dir das Projekt natürlich gefällt. Das ist natürlich wie immer die Voraussetzung, denn wenn einem etwas nicht gefällt, warum sollte man es dann auch bewerten? Ja, ich würde mich zumindest freuen. Wir haben jetzt hier wie viele? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die Anzeigen verschwinden nach einer gewissen Zeit, oder? Kann das sein? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut, wenn es nur 9 Stück sind, dürfte es keine allzu großen Probleme geben, sagte er, kurz bevor er elendig das Blutspucken begann. Nun gut. Ich habe in die letzte Folge mal reingeguckt, in die Bildqualität. Die gefiel mir soweit ganz gut. Nicht ideal, also nicht so nicht so, wie ich es gewohnt bin. Aber, naja, es gibt Schlimmeres. Die Qualität ist auf jeden Fall durchaus schaubar. Freaker-Infizierungen. Freaker-Infizierungen sind äußerst gefährliche Gebiete, in denen sich die Freaker versammeln, um ihre Nester zu bauen und am Tag zu ruhen. Verbrenne alle Nester bei einer Infizierung, um einen Schnellreiseweg zu eröffnen. In der Hütte muss ein Nest sein. Oh ja. Okay, ein ganz. Nest. Okay, ihr schlaft einfach schön weiter, ja? Beachtet mich gar nicht. Okay, ganz ehrlich, diese Schnellreisepunkte interessieren mich wirklich ein Käse. Ich bin kein Schnellreisetyp. Wer meine Projekte kennt oder meine Art und Weise zu spielen, weiß das auch. So. Ich bin lieber der jemand, ich fahre dann lieber die 20 Kilometer, anstatt Schnellreise zu benutzen. Versuche erstmal so ein bisschen stealthy. Wie immer. Bis es dann endgültig schief geht. Wieso habe ich die Schrotflinte ausgewählt? Ich habe keine Ahnung. So. Ist wohl ziemlich die einzige, die hier in der Gegend näher ist. Am besten sollte man die Dinger nachts deaktivieren, also verbrennen. Habe ich mir sagen lassen. Hey Kleines, hey Kleines, hey Kleines. Schlaf gut. Ich wünsche dir schöne Träume. Oha. Oh. Okay, jetzt können wir definitiv ein bisschen Burn Baby, Burn Baby. Ulalalala. Hey, das hatten wir doch schon ausgeräuscht hier. Ach nee, da ist das Nest, okay. Was ich machen könnte ist, und zwar... Okay. Feuer frei. Na gut, Jungs und Mädels. Dann mal los. Oh, ich drücke die ganze Zeit Viereck zum Schlagen. Weil ich das gewohnt bin aus anderen Spielen. Aber gut, so geht's auch. Okay, da es Nacht ist, ich gehe mal davon aus, dass es Nacht ist, sind auch nicht allzu viele Zombies drinne. Oder war das nachts oder war es tagsüber? Sollte man die besser abfackeln? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich hoffe einfach mal, dass es funktioniert. Okay, eins von vielen haben wir erledigt. Eins von sechs. Au, oh fuck, oh fuck. Das sah nicht aus, als würde es noch brennen. Na egal. Was haben wir denn hier? Nestrückstände? Rückstände aus Nestern wird eine Herstellungs... Was? Was haben wir hier? Eine Kiste? 10 Pistolenmunition. Nicht schlecht, der Herr Specht. Sofort nachladen. Aber wir nehmen die Schotti. Ist so eine abgesägte, ne? Ne, ist keine abgesägte. Oh, verdammt. Ich weiß gar nicht, ob einer alle alarmieren kann. Ich wette, die gehen, weil sie Rückenschmerzen haben. Suchst du dein Zuhause? Gibt's nicht mehr. Okay. Wird gerade keiner in der Nähe.
Dann gucken wir mal, was hier sich in der Motorhaube befindet. Ein Schalldämpfer. Das ist sehr gut. Handfeuerwaffen, Schalldämpfer. So, schallgedämpfte Waffen sind immer gut. Anbringen und zack. Noch mehr von euch? Yep. Natürlich noch mehr von uns, ja. Macht doch sonst gar keinen Sinn hier alles. Oh, da ist noch einer. Ein nicht markierter. Einer, an dem noch kein Beinchen gehoben wurde. Na toll. Kann ich denn hier... Ich konnte gerade irgendwie nicht Dreieck drücken, deswegen habe ich gespammt wie ein Irrer. Tipp, 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 und tap. Messer des Rechts. Tipp, 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 und tap. So. Ich bin ein bisschen was ruhiger, ne, diesmal. Das dürfte aber kein Problem sein. Komm, komm. Irgendwie ruckeln die an die Symbole irgendwie so ein bisschen. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwie ein Nest da hinten noch ist. Okay, da ist die alte. Kommt jetzt hier hin? Ne, kommt sie nicht, okay. Aber die frisst halt erstmal, das heißt, die könnten wir ausschalten. Mit etwas Glück. Okay, aus dem Augenwinkel können sie einen schon mal nicht sehen. Zumindest nicht sonderlich gut. Würde ich mal wagen zu behaupten. Oh. Ernsthaft jetzt? Muss ich echt einmal rumlaufen? Da oben ist auf jeden Fall noch ein Nest. Da ist es bestimmt schnell hoch. 6 Nester gibt es insgesamt. Eins haben wir ja schon, zum Glück. Hush, little baby, don't say a word. Is it gonna work, 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 work? I wanna be a twerk, twerk, twerk. Keine Ahnung, ich kenne das Lied nicht. Also, ich kenne den Rhythmus. Aber ist auch scheißegal. So. Und bam. Wie gefällt euch das, hm? Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon. Okay, das ist noch eins. Okay, sind 3 Stück drin. Die müssten eigentlich auch brennen. Aber okay. Oder ist das das dritte? Okay, manchmal sind auch 2 Nester in einem. Das ist natürlich auch möglich. Hallo? So, die 3 markiert. Da oben war auch noch einer, den habe ich nicht markiert. Oh, das ist noch einer. Oh. Es kann sein, dass sie langsam nach Hause kommen. Wäre natürlich ein bisschen blöd. Ja, gut, ich habe die Schrotflinte. So, Nestrückstand. Was haben wir denn noch? Das kann ich nicht aufheben, was immer das auch sein. Dose. Okay, ich bin ziemlich mutig, muss ich gestehen. Entweder mutig oder dumm. Okay, Lappen sind voll. Ey, du Lappen. Ey, du Lappen, du bist voll. Ja, komm her, komm her. Einfach wild drauf losballern, das kann jeder. Aber da ich echt Munitionsmangel habe, wäre das eine blöde Herangehensweise. Deswegen meine ich, das ist auch so ein bisschen stealthy. Oh, verdammt. Wow, die können aber nicht gerade weit sehen, ne?
Na, Humpelstilzchen? Ich wünsche dir eine gute Nacht. Okay, hier ist noch einer. Den habe ich. Einer, den ich nicht markiert hatte. Der ist wahrscheinlich zufällig gerade hier in der Nähe, ne? Ich höre den aus der Richtung. Da ist er ja. Okay, ich kann nur einen Baum markieren. Das ist so, weil Baum. Der sieht mich nicht. Warum? Genau, tanz für mich, Baby, tanz für mich. Okay. Ah, voll ins Auge. Da sollte man lieber ein Auge drauf werfen. Okay. Der nächste kommt auch angekrochen. Okay, es ist noch Nacht, das ist sehr gut. Ja, das, ganz ehrlich, das ist jetzt keine besonders große Herausforderung. Muss ich bedauerlicherweise gestehen. Aber vielleicht habe ich auch gerade einfach nur einen guten Lauf, der ziemlich schnell wieder vorbei sein könnte. Hier war auf jeden Fall noch irgendwo so ein Kind. Ich muss das Kind verprügeln. Ich muss das Kind elendig verprügeln. Wo war der erste? Okay. Oh, wenn die plötzlich ihre Richtung wechseln. Lass erstmal durch den Kopf gehen. So, eins der Nester. Oh, ein Lager. Ja, hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Wenn es Lager Karl heißt, dann gute Nacht. So. Gut, die eine kann uns wahrscheinlich sehen. Ausgemachter Blödsinn. Hier ist noch irgendwo einer. Aber ist mir gerade egal. Nein! Betreten verboten. Ist noch einer? Ich lasse mir gerade ziemlich viel Zeit, kann das sein? Aber ich habe ja gesagt, Rambo-mäßig drauf losstürmen ist nicht immer meins. Kann ich zwar auch, aber mit der Munition, die wir aktuell haben, ist es nicht empfehlenswert. Okay. Gott verdammt. Ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott. Oh, verdammte Freaks. Was zum Teufel macht ihr hier drin? Das ist die reinste Todesfalle. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich hoffe, es gibt hier noch was, wofür sich die Mühe lohnt. Oh, sind mehrere, okay. Ich muss aufpassen, ich muss aufpassen. Okay, sind mehrere Nester. Deacon, kommst du hier hoch? Nein, kommst du natürlich nicht. Dann mache ich das halt mal anders. Bevor ich jetzt hier einfach rausgehe. Gut, hier geht's so. Da oben ist auch noch ein Nest. Ach du Scheiße. Hier ist ein Busch, okay. Waren mal drei Nester? Oh ja, fick die Hölle. Krasser Scheiß. Ganz schön kalt draußen. Da heiz ich euch ein bisschen ein. Das wird euch aufwärmen. So. So, zwei Stück haben wir zerstört. Eins ist hier auf jeden Fall noch drinne. Scheiße, es ist Tag. Reparier mal lieber die Waffe hier. Oh, verdammt. Hi. Willst du bitte die Machete auswählen? Danke. Okay, drei Stück. Ja, gut, das dürfte hinhauen.
Kommt her, Ladies. Kommt her. Wie kann ich eigentlich nochmal wegrollen? Ich weiß gar nicht, wie man wegrollt. Das ist ein bisschen doof. So. Ich muss neue Mollys machen, sehe ich gerade. Noch eine. Und noch eine. Oh Gott, Alter, was für ein Riesennest hier. Komm schon, Leute. Oh, hier ist noch eins. Oh, oh. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Okay, weißt du was? Oh, oh. Mal nachladen hier. Ja gut, dass ich ein bisschen aufs Maul kriege, das ist ja vollkommen legitim. Ich meine, ich habe es ja nicht anders verdient. Ich zerstöre jemandes Haus. Nein. Oh, das ist kacke. So. Die haben mich gesehen, oder? Haben die mich gesehen? Ja, haben mich gesehen. Nur zwei Stück, ja gut. Schön, mitten im Kampf. Zerstöre diese Nester. Ja, okay, danke. Oh, warte. Wartet. Okay, die Machete 90%. Ja, gut. War das letzte? Na, endlich. Usa, es ist erledigt. Hallo. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt. Wow, beide daneben geschlagen. Okay, gut. Usa, es ist erledigt. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt sollten weniger Freaks auf dem Berg sein. Hey, Dick. Wie war's? Gab's da viele von denen? Ja, aber ich wollte es machen, solange es noch hell ist. Du weißt ja, sie mögen keine Sonne. Ja, das ist wohl die richtige Methode. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du es gemacht hast, Dick. Du hast hier draußen wohl doch ein paar Sachen gelernt. Hau dich aufs Ohr, Boozer. Dicken Ende. Okay, verstehe. Also, nachts ist es natürlich einfacher, die Nester zu zerstören, weil dafür weniger Freakers da sind. Tagsüber sind sie halt mehr. So. Ja, du mich auch. Ich habe doch Nägel irgendwie sowas, ne? Hier. Herstellen. Dafür brauche ich was? Schrott. Drei Schrott. Na, egal. Aber schön, dass es hier irgendwie nichts gibt zum Mitnehmen. Oder ehrlich gesagt, dass in den Dingern nichts drin ist. So, da vorne ist noch einer. Ich gucke mich jetzt mal noch ein bisschen hier oben, weil hier gibt es bestimmt noch irgendwas zum Looten. Also Schrott gibt es mit Sicherheit. Müssen wir doch keinen Schrott hier erzählen. So, erstmal den Wagen hier aufmachen. Und Schrott. Und ich weiß, dass wir einen Fähigkeitspunkt haben. Den hebe ich mir erstmal auf. So. Man kann es nämlich, die Fähigkeit kann man natürlich dazu nutzen, sich stärker, also seine selbstgebauten Waffen stärker zu machen. Dass sie mehr Schaden verursachen. Ach, hier sind wir. Ich hätte einen Basie dann nehmen sollen, egal. Hey, meine Kleine. Autsch. Also ich will keinen Nagel im Kopf haben. Ich glaube, hier gibt es nicht mehr allzu viel. Hm. Jetzt ist ein bisschen Schrott noch, aber ja. Ehrlich gesagt, jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, boah, krass, das muss ich unbedingt haben. Aber wir gucken trotzdem mal hier ein bisschen. Weil wir brauchen die Sachen ja auch noch.
So ein Pisswetter hier. Ob da jetzt der Rest des Körpers im Kofferraum drin ist? Würde mich zumindest interessieren. Nein, warum auch? So, 8 Schrott haben wir. Finde ich gut. Deacon, würdest du bitte... Ah, die Steuerung ist so ein bisschen schwammig. Und Schalldämpfer haben wir voll. Stimmt, wir haben... Ich wollte gerade sagen, wir haben nicht einen einzigen Schuss verballert. Das stimmt gar nicht. Wir haben ziemlich viel Schuss verballert, aber... Es war sinnvoll. Mit der Waffe hätte ich da nicht so viel Schaden anrichten können. Okay. Ja gut, ich hätte noch eine Armbrust nehmen können. Aber, naja. Gut. Nehmen wir mit, tacken unser Bike auf. Und dann geht's wohin? Ich weiß es gerade nicht. Gucken wir gleich mal. Die Bullenkarre hatten wir schon. Dup, 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 dup. Hier ist nix. Okay. Mein Bike ist da oben. Sieht gar nicht mal so... Gar nicht mal so blöd platziert tatsächlich. Ich krieg gerade so ein bisschen die Zähne nicht auseinander. Kennt ihr das? Gerade für einen Let's Play ist das ziemlich kontraproduktiv. Hat man den Wolf eigentlich schon? Ja, den hatten wir schon. Und wir füllen erstmal... Gluck, 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 gluck. Okay, und dann können wir hier drauf. So, jetzt mal gucken, wo müssen wir überhaupt hin? Ach, da oben hin, okay. Ansonsten haben wir gar keine Story tatsächlich offen. Hahaha. Da wir eh hier vorbeikommen. Das ist doch das mit der Horde, ne? Ja, hier ist das Massengrab. Das ist mit der Horde. Ich würde sagen, dass wir das gleich noch eben schnell machen. Da wir eh dran vorbeikommen, zwangsläufig. Warte. Ich speichere hier mal schnell. Ich meine, das schadet ja nicht. Mal sehen, ob wir das noch in dieser Folge noch schaffen. Boah, das rutscht ja. Wie weit driften nochmal? Kreis. Okay. So, bergab werde ich natürlich jetzt kein Gas geben. Ich würde gerne wissen, ob wir dafür Benzin verbrauchen. Theoretisch dürfte das eigentlich nicht der Fall sein. Und wir rollen, 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 weil es so viel Spaß macht. Und wir tollen, 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 tollen. Weil ich kein Gras mehr hab. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was für ein Scheiß ich momentan von mir laber. Ihr wisst ja, wenn ich müde bin, kommt in der Regel nur Blödsinn bei raus. Oder überdimensionaler Rage-Moment. Sag mir jetzt nicht, dass die Banditen hier wieder da sind. Nochmal kurz schnell speichern. Ich guck nochmal kurz, ob die Banditen da sind, weil hier werden nämlich Gegner angezeigt. Das wäre ein bisschen mies, wenn wir alle wegräumen hier und dann kommen sie wieder. Ja, leck mir am Arsch, hier kommen, sind tatsächlich wieder Banditen. Okay, hier oben, die hatten wir nicht weggeräumt, tatsächlich. Halt. Das lief jetzt nicht so gut. Gut, wir schaffen es nicht mehr in dieser Folge dahin. Okay, da ist einer. Aber hier scheinen auch keine anderen Gegner zu sein, tatsächlich. Nur über mir die zwei. Ich sehe zumindest niemand anderes. Fernlass war was? Oben, ne? Ja.
Ist das auch ein Nero-Punkt? Posten? Ach, das ist der sogar. Achso, das ist sogar der Nero-Posten. Ah, alles klar. Okay. Da es anscheinend nur die zwei hier sind. Schnell ins Büschlein hier. Hallo? Wo seid ihr jetzt? Da oben ist einer. Den kann ich natürlich hier so nicht abknallen, oder? Ne, der geht nur seine Runde da. Aber die hier ist. Weißt was? Ich mach's anders. Ich hoffe, hier kommt jetzt kein weiterer Gegner. Da ist die alte. Wo sind die hin? Okay. Ah, die ist da. Da ist der alte. Okay, die gehen ja so im Kreis die ganze Zeit. Oder sind es drei? Ne, sind drei sogar tatsächlich. Die haben eine ganz blöde Routine tatsächlich. Da ist die alte. Hallo, ich drücke L1. Hallo, willst du mich verarschen jetzt hier im Spiel? Danke. Alter. Was war das für ein Problem? Ich habe die ganze Zeit L1 gedrückt wie ein Hawk. Horst, ich habe R1 gesagt, ich weiß, aber ich habe die ganze Zeit L1 gedrückt. Und da hat das Inventar sich nicht geöffnet. Wo ich mir auch so denke, ja, fick die Henne. Dann machst du bock, 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 bock. Okay. Lief jetzt nicht so wie geplant. Shit happens. Drauf geschissen. Lappeninventar. Ja, du Lappen, dein Inventar ist voll. Das Ding ist überhaupt nicht auffällig. Jetzt auf nur die drei Typen hier. Und was bewachen die? Ein Haufen Scheiße oder was? Das sind Wölfe. Aber da muss ich nicht lang. Nun denn. Ah. Ich würde gerne sehen, wie viel mein Bike noch hat. Wie viel Benzin. Hat aber genug auf jeden Fall. Das schaffen wir alles noch. Okay, mein Bikechen. Ich da. Ich habe ein Bike. Eine Schrotflinte und ein Baseballschläger mit Nägeln. Okay, ich hoffe, dass jetzt keine Horde da ist. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht von den Wölfen attackiert. Das wäre ganz, ganz großes, mieses Kino. So, Shotgun nachladen. Erstmal. Hä? Okay, hat irgendwie. Mein Controller hat irgendwie gerade vibriert. Ich speichere nochmal schnell. Okay. Hoffen wir mal, das ist jetzt Licht an oder aus? Aus, okay. Von da oben habe ich natürlich jetzt keine Horde gesehen. Da ist einer. Gut, die mögen kein Tageslicht. Das weiß ich. Jetzt. Noch etwa 4 Stunden Spielzeit. Die liegen da oben, AK, sind alle da in dem. Die sind alle da drin, okay. Mal langsam fahren. Oh, dieser zweite Monitor hier, ne? Warum auch immer der ausgeht.
Nun gut. Allerdings ist diese Folge jetzt leider hier schon vorbei. Krasser Scheiß. Aber wir haben es immerhin in dieser Folge noch bis hierhin geschafft. Also, schnell speichern hier nochmal. Man sieht die da. Ja, okay, die mögen alle kein Tageslicht. Ich bedanke mich an dieser Stelle noch einmal fürs Zuschauen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Days Gone wieder. Mach's gut. Bis dahin. Ja, tschö mit Ö. Hoffentlich entdecken die uns jetzt nicht hier. Bis gleich. Also bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.